Ei, ja, Feuer. Ich würde sagen, da sind wir wieder bei Red Steel 2. Ich gehe nochmal kurz ans schwarze Brett für jeden, der den letzten Part verpasst hat oder nicht angeguckt hat. Erstmal schämt euch. Damit nochmal die... Entschuldigung. Die Trucks sind hier, Boss. Na, geht noch. Wir holen uns ihre Vorräte. Jetzt tut's, Lupis. Ihr nehmt die Trucks und plündert die Vorratssilos. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen. Das ist Payne, ihr Anführer. So liebenswert wie Brechdurchfall. Wir müssen sie aufhalten. Ja, und genau das werden wir jetzt auch tun. Das hatten wir uns im letzten Part eigentlich schon mal angehört, aber ich habe es jetzt nochmal gemacht, so als kleine Wiederholung. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich musste diesen Part ja jetzt hier wieder starten, weil ich nicht wusste, wo es nächstes Mal gespeichert wird. Wenn ich jetzt natürlich durch die Tür gehe und direkt da gespeichert wird, dann fühle ich mich gemobbt. Es war so klar, es wurde gespeichert. Das hat man an diesem schönen Kasten da oben gesehen. Da ist ein Truck. Da ist Benzinkanister. Nee, Tank. Let's fetz, ne? Na du? Ach scheiße, der ist gepanzert. Ich war gerade dabei abzuwehren. Ernst jetzt? So. Headshot und boom. Vielleicht hätte ich noch einen Special Move vorher machen sollen. Aber was soll's. Nee, Moment. Guillotine ging so und dann so. Perfekt, ich habe mich dran erinnert. Ist ja erst ein paar Sekunden her, aber was soll's. So, noch irgendwas? Nö. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Kommt da noch ein Truck? Oh! War ich nicht. War ich wirklich nicht. Feuer ist immer sehr interessant. Gibt's hier hinten noch? Kohle! Oh, und ein Schrank. Mit noch mehr Kohle. Ah, wie schön das ist. Oh, noch mehr. Wie viel Geld hier rumliegt. Waren hier überall Gegner oder wieso? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir können einmal nach hier gehen, merke ich gerade. Weil wir hatten jetzt auf einmal zwei Punkte auf der Karte markiert, wo wir hingehen können. Wir gehen erstmal hier hin. Ne? Ach du, den habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Oder waren wir hier schon mal? So, Sheriff Star. Natürlich waren wir im letzten Part hier. Hier waren noch die ganzen Oh shit. Aber ich kann ja sogar Kugeln abwehren. So unlogisch das jetzt auch klingen mag, aber ist so. Erstmal. Aua. Erstmal den hier. So, der kann schießen. Wir können abwehren. So, der ist Matsch. Oh, der hat ein bisschen Munition. Die brauchen wir natürlich so. Was ist hier? Ach, da ist noch einer. Au, der kann schießen. Au, der kann schießen. Eigentlich wollte ich ihm einen Headshot verpassen, aber irgendwie bin ich zu schlecht. Moment. Ha! Der war ja wohl perfekt. Jetzt bin ich gerade selber stolz auf mich. Oh, war der schön, du. So, noch irgendwer. Irgendwer, welche Trucks, yo. Gibt's hier noch einen Sheriff Star? Ja, nie. Doch, da oben. Auf dem rotierenden Schild. Na, klasse. Oh, daneben. Treffer. Yay, ich bin ja richtiger Revolverheld hier. Wenn es im echten Leben auch mal so wäre. Oh, dann wäre das Leben ganz schön einfach. Geh kaputt, du Scheißkasten. Ich glaube, das Einzige, was dabei kaputt geht, ist mein Handgelenk. Jo, meine Fernbedienung spinnt. Dankeschön. Danke. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, auch da bringt nichts. Das Einzige, was auch gehen würde... Ach so, wäre da. Okay. Gut, dann machen wir das mal. Also, ich merke schon, das ist irgendwie so Stadtrennerei, ne? Aber was soll's? Das macht Laune. Das macht Spaß. Sowas wollen wir. Oh, der geht in die Luft. Wetten? Huch, wie konnte das nur passieren? Also, ich war's nicht. Ach, hier ist noch einer. Ich glaube, das tat weh. Oh, oh. Yo, Headshot. Headshot. Oh, da ganz knapp daneben. Also sein Ohr ist ab, glaube ich. So. Ach, wieso mit dem Schwert kämpfen, wenn man auch ganz einfach mit der Pistole so töten kann?
ganz knapp vorbei. Schon wieder, der duckt sich ab, der Arsch. So, das war's. Das kam gerade rein. Schon ist ja toll irgendwie, ne? Also, dass ich so gut zielen kann, hätte ich nicht gedacht. Das liegt alles an der Brille. Jo, ich habe so Zielfernrohr mit drin, ne? Ist klar. So, hier erstmal die Fliegen, die machen hier schon wieder Randale, merke ich gerade. So. Haben wir hier noch was? Ach, hier haben wir doch... oh. Tö, na, den nehme ich natürlich mit. Wenn der mich schon so anlächelt. Naja, gut, dann gehen wir mal hier weiter. Wie viele Trucks sind es denn eigentlich insgesamt? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Mysteriös, mysteriös. Oh ja, wow. Ach so, aufschlagen. Auch nicht schlecht, das ist mal was Neues. Ist klar, ne? Wir schlagen in die Richtung und auch da geht's auf. Aha. Ey! Blöde Tür hier. Das nächste Mal hau ich dich kaputt. So. Ungutes Gefühl in der Hose hab. Wieso in der Hose? Keine Ahnung. Ach. Ach, hier ist er doch. Payne. $15.000. Okay, der scheint etwas härter zu sein. Mal gucken, was gibt's denn hier noch so? Gut ziehen. Endlich. Der letzte Kusagari. 12 Turm. Fehlt noch einer. Sekunde mal, 12? Das könnte jetzt ein bisschen heftiger werden. Ist ja auch überhaupt nicht un... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ist ja überhaupt nicht unfair, dass ein LKW gegen Menschen... Oh Gott. Reaktion ist gefragt. Gar nicht gut. Oh, ein Glück. Oh mein Gott. Eieiei, ich hasse Reaktionen, Dinger. Ich bin so schlecht im Reagieren. Ey, der hat einen von sich selber platt... Aua, gemacht. Hui. Also ich sag mal so, Payne kann ganz schön schlecht fahren. Würde ich mal so sagen. Oh ja, das war die Tür. Das ist ja scheiße. Ups. Ich habe aus Versehen runter und B gedrückt. So sehen wir diese schöne Animation auch mal. Oh, das tat bestimmt weh. Oh, aber wieso lagen wir nicht mehr auf der Straße? Oh mein Gott. Es geht direkt weiter. Nein. So, runter A, runter A, runter A, runter A. Merkt ihr das? Merkt ihr das bitte? Wenn runter und A da steht, dann solltest du auch runter A drücken. Runter A. Jawohl. Schwing. Bam, voll in die Fresse. Bam. Voll gegen das Lenkrad. Oh, das ist... Oh mein Gott. Ja. Und jetzt? Und nu? Oh. Das tat, glaube ich, weh. Du bist ein toter Mann! Hörst du mich? Tot! Ich hau dich in Stücke! Ich brech dir alle Knochen! Zweimal! Ah ja, okay. Da hat er sich aber was vorgenommen. Zerstöre die Jekyll-Trucks. Okay, sind nur noch zwei. Da hinten steht einer und hier... Ja, den hier haben wir ja... glaube ich, würde ich mal sagen, kaputt gemacht, ne? Eieiei. Ich hasse so Reaktionen. Och, guck mal. Wüstengras. Oh, ich würde sagen, da wurde irgendwie Schütze das Büro des Sheriffs. Wo ist das? Ich will aber gleichzeitig noch ein bisschen die Dings kaputt machen, die Trucks. Weil das macht Spaß und so. Oh, fuck. Ich glaube, das ist der letzte Truck. Nein, ich will doch nicht. Nein. So, Moment, da sitzt gerade einer so schön. Eigentlich habe ich den voll am Kopf erwischt, aber es interessiert den Schaber über... Oh, scheiße, das sind Gepanzerte. So. Oh Gott. Das bringt nichts, wenn man nur leicht gegenschlägt. Jo. Okay, eigentlich war das jetzt unverhofft, aber unverhofft kommt oft. Kennt man ja, ne? Au. Oh, wer hat geschossen? So. Du bist... Matsch. Oh mein Gott. Peng, voll in die Fresse. Hä?
Ich bin immer ziemlich ruhig bei den Kämpfen, das kennt ihr aber von mir. Na du? Ich würde sagen, der sagt nicht mehr so viel. Also das war jetzt die Sheriff-Zentrale, das ist toll. Und der letzte Truck steht da auch noch, wenn ich mich nicht täusche. Moment. Jo, alle kaputt. Das gibt Kohle. Nicht nur, weil hier welche liegt. Truckstop. Oh Gott, ist das ein schlechter Wortwitz. Truckstop. Ihr versteht... Ach so, da kann man hoch. Na dann will ich mal da hoch. Lalalala. Ah, okay. Die müssen wir übrigens zerschneiden, soweit ich weiß. So. Und das gibt auch Kohle. Sonst noch was? Oh, ja, Tatsache. Cool, Sheriff-Stern. Bumm. Und Munition für eine Schrotflinte, wenn... Ne, Sekunde mal, das ist keine Schrotflinte, das ist unser Revolver. Okay, sah aus wie eine Schrotflinte, aber ich glaube, die Schrotflinte kriegen wir noch. Die zweiläufige, glaube ich sogar. Das hier ist das Sheriff-Dings und da gehen wir jetzt rein. Lalala, Wartezeit. Du. Aha. Schwertkämpfer. Es ist gemütlich. Ich habe keine Ahnung, was diese Clowns hier überhaupt wollen. Eine ganze Stadt zu plündern, ist nicht gerade die Art der Jackals. Das sind Wüstenhunde. Rauben Züge aus, entführen Trucks. Das ist mehr ihr Ding. Hier stimmt was nicht, glaub mir. Ha, überlassen wir das Denken, lieber Tamiko. So, ich werde mal ein bisschen Ärger machen. Wir halten über den Empfänger Kontakt. Nimm dir einfach alles, was du brauchst. Oh yeah! Hier sind Fässer. Long Arm oder Twin Barrel. Oh, das ist die Schrotflinte. Aber die können wir uns doch nicht leisten. Och, nö. Aber die können wir uns, glaube ich, leisten. Ach, das ist die, die wir schon haben. Oh, so. Ja, okay. Sorry. Nachladezeit, Feuerrate, Präzision. Ah, das können wir alles verbessern. Da würde ich sagen, machen wir natürlich erstmal Präzision. Jo, weil ich bin ja so ein Scharfschütze. Dann eine Feuerrate. Können wir uns ja alles leisten. Nachladezeit auch gleich mal, ne? Gibt's noch irgendwas? Nö. Scheiße. Aber die hier will ich haben. Das ist doppelläufige Schrotflinte Tartaro Modell 344. Ist vor allem eine Waffe für den Nahkampf. Schon ihr Anblick kann einen Kampf beenden. Das Ziehen des Abzugs beendet ihn auf jeden Fall. Du hast nicht genug Geld, um diese Waffe zu kaufen. Ach. Alles hier, okay, wieso ist mein Fadenkreuz kleiner geworden? Das finde ich nicht so toll. Kühlschrank. Ich kann nicht schießen. Es geht nicht, ich kann nicht schießen hier drinnen. Okay, dann würde ich sagen, bilden wir uns noch schnell mal aus. Und dann, ja, dann gucke ich mal, wo er speichert. Starke Angriffe leuchten rot. Neige die Fernbedingungen, um sie abzuwehren. Hä? Nach links. Ah, okay. Starke Angriffe leuchten rot. Ah, jetzt verstehe ich's. Starke Angriffe vom Gegner leuchten rot. Und? Bums. Ja. Das ist ja nichts anderes als das Abwehren, oder? Okay. Oh. Bums. Gut gemacht. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich noch danach angreifen. Jo. Okay. Wir soll... Ich war jetzt ganz schön still, kann das sein? Ich war jetzt wirklich ganz schön still. Ich habe rein gar nichts gesagt. Na, das könnte jetzt was werden. Oh Gott. Er wehrt ab. Ich war schon wieder so still. Es tut mir leid. Jetzt haben wir es natürlich noch gut, weil ein echter Gegner wird nicht so wie der Dummy warten, bis wir abwehren und dann zuschlagen. Das ist nämlich das Problem. So, das war's. Oh, ich habe zweimal...
Ach, da auf das rote Leuchten. Ja, okay, Ausbildung abgeschlossen. Es hat gespeichert. Ich kann hier den Part beenden. Und ich würde fast sagen, wir hören uns noch die nächste Mission an und dann beende ich den Part und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oh Gott, wir haben schon 15 Minuten aufgenommen. Kam mir gar nicht so lange vor, wenn ich ehrlich bin. So, mal gucken. Ladila. Die Jackals nutzen das Rojo-Haus als Basis. Wenn du den Sendemast am Markt aktivierst, kann ich das Sicherheitssystem hacken und dich einschleusen. Cool. Machen wir im nächsten Part, würde ich sagen, ne? Deswegen würde ich jetzt und hier sagen, ich will diese Schrotflinte. Oh, Sekunde mal. Longarm Munition. Ach, Munition kann man hier auch kaufen. Haben wir denn noch Munition? Longarm Munition 2, 3? Hä, verstehe ich nicht. Einfach mal versuchen. Wir kaufen Munition. Wir kaufen noch ein bisschen mehr Munition und noch mehr. 80. Nein, maximale Munition erreicht, scheiße. Okay, dann würde ich jetzt wirklich sagen, beenden wir den Part hier und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer RedGLB. Bye.